Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück bei mir dem Shining zu Phönotopia. Das Spiel, auf das ihr die ganze Woche immer wartet. ja. Was ist seit dem letzten Mal passiert? Wir sind durch eine Höhle gegangen, haben nichts dabei gesehen. Ich habe mal ein bisschen was bei dem einen Typen gekauft. Was noch? Ach, trinke ich einfach mal, dann kann ich den Käse mitnehmen. Hier oben kann ich rausgehen. Oh, dann bin ich nur hier oben. Jetzt gerade erkunde ich hier diesen Ort. Wir müssen immer bedenken, wir können nicht schwimmen. Ich hab's noch gerettet. Ich sollte vielleicht erst mit den Leuten dort reden. Bevor ich jetzt hier weitergehe. Hi, wir sind die Troubadours, ein reisiges Musikensemble. Och, ist das wirklich der Name, unter dem wir jetzt unterwegs sind? Ich mag die reisende Melodie mehr. Sehr. Wir sind unterwegs in die große Stadt, um berühmt und reich zu werden. Ich bin Harmony und das zu meiner Linken sind Forte, Alt und Kubette. So was Doofes, dass die Brücke kaputt ist. Ich glaube, wir sollten Feuer machen und uns auflösen. Es war toll, eure Bekanntschaft gemacht zu haben. Du bist etwas neu, aber wir packen die Dinge hier anders an. Wir bleiben positiv. Was wäre ein kleines Abenteuer ohne Hindernisse? Eines Tages, wenn wir weit bekannt sind, werden unsere Schlapazen das überhaupt erst erzählenswert machen. Das Wichtigste ist, dass wir zusammenhalten. Richtig. Also, wie kommen wir über diese Brücke? Ein Ausdruck schon, wir verlieren unser Equipment. Und das darf uns auf gar keinen Fall passieren. Die Musik wird uns den Weg zeigen. Sie hat es schon so weit gebracht. Denkt ihr, was ich denke, meine Freunde? Uns zu trennen? Packen wir es. Töte mich. Warum ist sie überhaupt in der Band, wenn die so negativ gelaunt ist? Ah, die Holzdinger, die treiben auch. Okay, gut zu wissen. Ich muss aufpassen. Ich habe es mir mal weggezogen. Vielleicht kann ich es ja brauchen. Kann ich da durch? Nein. Immer gut aufpassen. Da ist was, das ich haben will. Wie komme ich da dran? So vielleicht? Nee. Irgendwie muss man noch da dran kommen, oder nicht? Ah, ich sehe wie. Das muss kaputt. Dann nehme ich das. Ja, so funktioniert es auch. Ich habe das eine Ding zu weit geschoben. So, jetzt klappt's. Das jetzt... Ich wollte das absetzen. Und hatte vergessen, wie es geht. Leute, ihr werdet nicht bei mir, wenn ihr perfektes Gameplay erwartet. So, jetzt kann ich das hier hinsetzen. Und dann kann ich da reinkrabbeln. Hab ihn! Rätsel gelöst. Ich schieb das mal hier rüber. Ich glaube, anders braucht man den Block auch gar nicht. Ist hier irgendwas? Irgendwas Erwähnenswertes? Wenn nicht, schmeiße ich den jetzt ins Wasser.
Den will ich mir behalten, vielleicht brauche ich ihn noch. Aber den werfe ich jetzt da rein. Tschüss. Kann ich die eigentlich auch kaputt machen? Nö. Kaputt werfen? Nein. Oder ist wieder kaputt gegangen? Okay, wir haben es über die Brücke geschafft. Hallo? Da ist wieder gefangen. Da war wieder eine Echse. Den müssen wir doch irgendwie retten. Da ist was zum Feuer machen. Warte mal. Ah, okay, nur Geld. Ich muss da schnell runter. Sonst komme ich nie mehr an die Münze. Ich denke mal, da muss das Ding rein. Also diesmal muss ich den Stein opfern. Denke ich. Ich weiß es nicht. Rohes Fleisch kann ich mir gleich mitnehmen. Wartet mal. Nehmen. Hojo. Hinterher klappen können. Ich nehme ihn mal trotzdem mit. Mit dem Fleischbällchen habe ich tatsächlich mehr. Hojo. Ich habe ihn getroffen. Der Arme. Aber von irgendwoher muss ich doch was herholen, womit ich den rausholen kann. Das Spiel kann mir nicht erzählen, dass er jetzt für immer dort gefangen ist. Nicht kaputt machen? Genau, damit will ich nämlich darüber. So, die schiebe ich jetzt da rein. Und jetzt hat mir einen Scheißdreck gebracht. Eek. Diese zerbrechlichen Dinger, die sind ekelhaft. Okay, hier ist wieder eine Eisenkiste. Ich kann die nur nach rechts schieben. Nee, kann ich nicht. Ich muss die hier runterschieben. Die Kisten mache ich nicht kaputt, weil die brauche ich. Eine einzige Münze. Ich frage mich, ob die Kisten auch schwimmen. Oh, da ist wieder was. Ich brauche eine ganz kleine Kiste dafür. Vielleicht, wenn ich einen Bereich zurückgehe, taucht hier nochmal die Kiste auf und ich kann die mitnehmen. Die ist wahrscheinlich auch nur dafür gedacht. Was mache ich denn? So, mal gucken, ob die Kiste jetzt wieder da ist. Apropos Kiste. Ich denke mal, man soll die nicht ohne Grund da oben lang schieben. Komplett vorbeigesegelt. Ja. Das schiebt so ein bisschen den da. Aber wirklich nur ganz minimal. Ja, ich glaube, ich habe mir das hier schon verbaut. Also super gemacht, Shining. Vielleicht taucht die Kiste auf, wenn ich aus dem Gebiet rausgehe und nochmal rein.
Ja, jetzt ist die Kiste wieder da. Okay, ich muss die nämlich darüber tragen. So, zuallererst die rein. Dann hier rüber und die jetzt mitnehmen. Okay, die steht da noch in Sicherheit. Alles ist gut. Nein! Oh, ich hatte kurz Angst. Nein, sag bloß, ich brauche eine große Kiste dafür. Ich war so voller Hoffnung. Ach, jetzt sehe ich, wie das funktioniert. Man würde die Eisenkiste hier durchschieben, den ganzen Weg, dann hier runter und dann dazwischen irgendwie. Obwohl, nee, das geht doch auch nicht. Dafür ist da zu wenig Platz. Oh, jetzt ist sie eh kaputt. Okay, alles vergessen. Neues Gebiet erstmal. Hier ist wieder eine Brücke, die ignorieren wir erstmal. Ich will hier rein. Ah, wieder diese schöne Musik. Ich liebe diese Musik. Wie kriege ich das denn auf? Da ist eine Kiste, aber ich komme nicht dran. Wie haben die es denn rüber geschafft? Ah, du bist es wieder. Ich vergesse nie einen unserer Fans. Wie du an unserer Anwesenheit hier erkennst, konnten wir die Brücke erfolgreich überqueren. With the power of music and love, honey. Unglücklicherweise haben wir alle einen Absprung in den Fluss gemacht. Unser Equipment hat ein wenig Schaden davon getragen. Oh Gott, wir haben, unser Equipment ist kaputt. Könnte das Ende unserer musikalischen Karriere bedeuten? Ach, wir hatten einen guten Lauf. Ich schätze, ich werde mich verkrübeln. With the power of love and friendship. Und einer kleinen Spende von 60 werden wir das durchstehen. Hier. Nehmt's. Nehmt es einfach. Ja, du bist unser allerbester Fan. Das werden wir nicht vergessen. Das Universum will, dass wir unsere Reise fortsetzen. Packen wir's. Würde ich sagen, wenn unsere Instrumente nicht gerade kaputt werden. Wir sparen das fürs nächste Mal. Da kann ich wahrscheinlich mit einem Spurt drüber springen. Der hatte irgendeinen Geheimtipp. Nee. Ich sehe es in der Bearbeitung, wenn ich schnell genug Stopp drücken kann. Was für ein mysteriöses Gebäude könnte das der Eingang zum Unterschlupf dieser ruchlosen Räuber sein? Detektiv Dosi ist dem auf der Spur. Okay, Detektiv Dosi. Ich hüpfe jetzt erstmal hier rüber. Wusste ich's doch. Essen. Ich habe eine Stachelfrucht. Hier ist eine richtig große Stadt. Da ist auch nochmal eine große Stadt. Ich habe jetzt einen Kampf vor mir. Würde ich sagen. Was? Das war ja ekelhaft. So, Leute, wir sind in Natal, ne? Wir erkunden das jetzt noch ein paar Minuten. Wo komme ich hier raus? Ich bin im Haus. Aber mir, solange sie weg ist, das Haus überlassen. Das bedeutet, ich darf keine Unbefugten reinlassen. Ja, hast deinen Job schon verkackt. Deine Haare sind so hübsch. Ich werde meine Haare in alle möglichen Farben färben, wenn ich groß bin. Das ist ein schöner Traum. Ja, ihre Haare sind echt schön. Da kann ich zustimmen. Ich kann nicht glauben, dass Adar die Stadt im Stich gelassen hat. Es war so ein Er war so ein Softie. Ich habe immer Welpenaugen gemacht und er hat mir Knallbonbons geschenkt. Knallbonbons.
Es klingt so, als wäre das das Item, was wir brauchen. Oh, ein potenzieller Kunde. Glaubst du, du hast das Zeug, mit den Profis abzuhängen? Dann tritt vor und teste dein Können. Alles geht, Schützenkabinett. Du hast richtig gehört. Benutze Steinschleuder, Pfeil und Bogen, Speere, einfach alles. Alles ist erlaubt, solange es eine Fernkampfwaffe ist oder Nahkampfwaffe. Hast du den Mut? Mach mir erstmal den Beginnerkurs. Für den Beginnerkurs musst du einfach nur Ziele treffen. Sobald du sie siehst, erziele 15.000 Punkte oder mehr, um zu gewinnen. Okay. Einfach schießen. Treffe ich noch? Ja. Komm, 7 muss ich noch treffen. Hallo? Hab's noch getroffen. Nein! Komm, oh. Ey, das versuchen wir nochmal. Aber vorher, wir können so ein kleines bisschen mogeln. So, jetzt habe ich nämlich besser Ausdauer. Und wir wissen ja, da hinten kommt der Erste. So, ein bisschen Ausdauer sammeln. .000 habe ich schon. .000. Ich bin scheiße im Treffen. Boah, noch getroffen. 3 noch, komm. Hab's. Ja, wir haben den Anfängerkurs geschafft. Dafür verdienen wir einen Preis. Eine Quietsche-Ente, die will ich. Was geben wir denn dafür aus? Die Mondwasser brauchen wir, glaube ich, noch. Ja, komm, die Kartoffelecken, die geben nicht so viel Leben. Was macht die Quietsche-Ente? Okay, ein elastisches Material, das sind. Sie sieht nicht süß aus, sondern quietscht auch, wenn man festdrückt. Diesen Gegenstand zu erhalten, blockiert die Paralyse, die auftritt, wenn man von das ist so eine Art Elektrizitätsschutz. Hier, warte mal. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Vielleicht brauche ich die später noch. Ja. Ich würde sagen, jetzt beenden wir das hier heute mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr den Drill. Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Leute.